Herzlich willkommen zum ersten NBA Stadion Vlog aus New York. Wir gehen heute zu den Brooklyn Nets und gucken Dennis Schröder zu gegen die Atlanta Hawks. Leider ohne Trae Young, aber mit DeJounte Murray. Deswegen seid hyped. Wir klappern jetzt ein paar Sehenswürdigkeiten durch. Es ist gerade 9 Uhr in New York. Mein erster Tag. Ich bin auch heute mit dem Flug von Orlando nach New York geflogen. Deswegen bin ich wirklich auch sehr, sehr hyped. Ich bin gerade schon in der Innenstadt. Ich will euch gleich nach dem Intro hier natürlich ein bisschen was zeigen. Ja, like gerne das Video, abonniert den YouTube-Kanal, weil es werden jetzt Brooklyn Nets Stadion-Vlogs kommen. Und wenn die Stadion-Vlogs auch gut ankommen, vielleicht auch New York Knicks, 76ers sind ja auch nicht lange entfernt, also Philadelphia. Und ja, deswegen, ich bin sehr, sehr hyped. Ich habe selber auch jetzt keinen Plan vorbereitet oder so. Ich gehe einfach rum und zeige euch ein bisschen das, was ich sehe, würde ich sagen, ne? Also erstmal, Bruder, diese View. Du gehst raus, ich war eben in der U-Bahn und dann steige ich aus so einer View raus, Bruder. Das ist doch crazy, Digga. Da bekommst du direkt erstmal so einen Flash, wenn du hier rausgehst und einfach so die Straßen entlang läufst. Gar nicht so viele Menschen. Gerade Trump Tower ist zum Beispiel hier in der Nähe, können wir auch mal gleich hin. Okay, wir sind hier anscheinend bei der High Society Straße angekommen. Deutsche Gabbana, Armani, Gucci. Oh, hier ist Trump Tower direkt. Cool. Und ihr müsst wissen, das sind alles meine ersten Reaktionen. Also ich war schon einmal in New York, aber das ist auch jetzt ein paar Jährchen her. 2019 war ich in New York, 5 Jahre her. Also ich weiß nicht. Also ich kann mich nicht mal zum Beispiel erinnern, was ich vorgestern gegessen habe. Deswegen ist schon ein bisschen her. Und für mich ist das nochmal so, also ist einfach neu und einfach so die Sachen zu sehen. Ich bin ja, wie gesagt, gerade, ich hock mich erstmal hier vom Regen weg. Ich bin ja gerade erst aus der Bahn ausgestiegen und, Digga, dann sehe ich direkt Trump Tower, sehe direkt hier die geilen Stores. Digga, das ist einfach, du bekommst so einen Flash auf Ernst, Digga. Das ist so verrückt. Okay, hier sehen wir Trump Tower. Oh, ich hoffe, ich kann das bis ganz oben filmen. Ja, mit zwei Händen ging's. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Da ist auch gleich, also wenn man hier weiter geradeaus geht, was ich jetzt machen werde, hier ist mal Prada noch, ist Central Park. Will ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Überall Amerika-Flagge. Guck mal, da Amerika-Flagge. Oder hier, guck mal, wie viele Amerika-Flaggen. Ich sehe eins, zwei, ich sehe hier 7 Amerika-Flaggen, auf Ernst. Wozu brauchst du 7 Amerika-Flaggen? Und hier, das sind 10 Amerika-Flaggen, Bruder, in nicht mal 1 Kilometer. Ich weiß nicht, wann ich in Deutschland jemals eine Deutschland-Flagge gesehen habe. Und hier hast du einfach 10 Amerika-Flaggen innerhalb 1 Kilometer. Und guck mal, wenn man hier einfach die Straßen entlangläuft, Digga, diese Aussichten sind so crazy. Ich bleib hier einfach mitten auf der Kurve, wie crazy die Aussicht ist, bitte. Und hier auch einfach links, rechts, Digga. Und das sind ganz verrückte Aussichten. Das ist so verrückt, Digga. Ich hab so einen Flash gerade. Und mir fällt das schwer, gerade alles zu realisieren. Check dir so, ich bin hier gerade. Weil das ist mein Traum, Bruder. Und ich bin jetzt einfach hier. Ich chill einfach, Digga. Das ist crazy. Das ist crazy. Alles dank euch. Vielen, vielen Dank für den Support. YouTube, wir grinden hart. Ich glaube, jetzt mit Dennis Schröder Stadion Vlogs wird sehr, sehr geil. Bis zum 8. auf jeden Fall wird Vollgas gegeben und ich glaube bis zum 6. da haben die Brooklyn Nets sehr, sehr viele Spiele. Danach muss man mal gucken, da haben die 2 Wochen Pause. Muss ich mal gucken, weil Madison Square Garden Tickets sind wirklich geisteskrank teuer. Also da kostet es schon bei so einem Scheißspiel $150 und also ich bin jetzt nicht reich, ne? Ja, deswegen muss man mal gucken, vielleicht Philadelphia, weil ich habe gehört, Zugtickets nach Philly sollen nicht teuer sein und die Tickets für Philly-Spiele sind jetzt auch nicht so krass teuer. Deswegen mal gucken. Morgen auf jeden Fall planen, kann ich euch schon mal verraten. Morgen ist ja auch Spiel. Brooklyn Nets gegen die Grizzlies gehe ich auch hin, kommt noch ein Stadion-Vlog. Und morgen habe ich auch noch einen anderen Plan und zwar gehe ich zu einer Kartenshow. Dann nehme ich euch natürlich mit. Oh, egal, was hier aussieht. Nehme ich euch natürlich mit, direkt um 10 Uhr, aber ich brauche da 2,5 Stunden hin. Aber nehme ich trotzdem in Kauf. Nehme ich euch mit. Will ein paar Basketballkarten kaufen und verkaufen. Ich habe ein paar mitgebracht.
Das ist auch eine sehr, sehr geile Experience, weil es meine erste in Amerika ist. Und ja, wir sind auch gleich schon hier beim Central Park angekommen. Okay, Jungs, diese View will ich euch auch nicht vorenthalten. Digga, das ist geisteskrank. Guck mal, ich chill hier einfach. Ich drehe mich um und dann sehe ich das. To General William Tecumseh Sherman. Keine Ahnung, wer du bist. Aber bist anscheinend ein Macher. So, falls auf der Linse hier irgendwelche Wassertropfen sind, Bruder, es regnet hier geisteskrank, Digga, aber ich bin trotzdem so glücklich gerade. Ich will gar nicht wissen, wie überteuert diese Rides sind mit den Pferden. Auf jeden Fall. Welcome to Central Park. Leider habe ich nicht gutes Wetter mitgebracht, Jungs. Aber ich werde hier nicht einen Tag sein, deswegen kann ich euch auch das nächstes Mal in gutem Wetter zeigen. Leider ist es ein bisschen bewölkt, aber oh, die Skyline wird eigentlich noch weiter höher gehen, ne? Schade, schade, schade. Jungs, wie geil wäre jetzt hier einfach Fortnite spielen, Digga. Beste, Bruder. Beste. Da sehe ich schon einen Nike Store. Gehen wir gleich rein. Mal gucken, ob es besonders ist. Im Gegensatz zu Deutschland. Digga, es ist 10 Uhr. Opens in an hour. Ja, ja. 10.15 Uhr. Öffnen erst nach 45 Minuten, Digga. Wieso öffnen hier die meisten Sachen erst um 11 Uhr? Das ist voll spät, finde ich. Ich frage mich, ob das bei den anderen auch ist. Also da sieht auch nicht so aus, ob das irgendjemand wäre. Geht hier erst ab 11 Uhr die Party los oder was? Okay, Leute, Puma hat schon auf. Mal gucken, was hier drin ist, weil ich sehe auch direkt schon auf der Leinwand Scoot Henderson, Digga. Wenn die mal zeigen, natürlich da. Okay. Seine neuen Schuhe anscheinend, mal gucken. Ey, die machen ja Behindertwerbung für Scoot Henderson. Das ist crazy. Man wird hier einfach mit einem Riesenschuh begrüßt. Okay, das sieht fire aus. Alles einfach nach Cheetos themed. Feier ich. Ey, und hier kann man einfach NBA 2K spielen. Ich bin leider alleine hier. Aber ich würde eh jeden zerstören, deswegen. Junge, was haben die hier für geile Sachen, bitte? Was ist das? Puma Arcade? Ich werde jetzt behindert zocken hier. Okay, Leute, ich spiele jetzt hier irgendwas, keine Ahnung, was es ist. Junge, das ist so crazy, ich spiele das jetzt einfach, Digga. Wie spiele ich das, hä? Okay. Okay. Das ist schon gute. Also es erkennt schon gut, wo ich hingehe, ne? Sei euch ehrlich. Junge, der ist so kacke manchmal. Ich laufe, Wallabilla, ich laufe. Guck mal, ich laufe, Digga, bleib stehen, Mann. Oh mein Gott, ich bekomme Knacks. Okay. 85.000 habe ich also. Ich bin mal so aus der Puste, Bruder. Okay, jetzt habe ich sogar mehr. Okay. Ich will nur wissen, wie fitter ich bin. Junge, guck mal, diese Action-Shots, Bruder. Das sind die schlechtesten Action-Shots, die ich jemals gesehen habe. Junge, das war cool, aber diese Arcade-Dinger funktionieren nicht und es gibt keine Rangliste. Ich würde gerne sehen, wie fitter ich bin. Und wenn ihr euch fragt, wieso ich hier die ganze Zeit so wie ein Penner rumlaufe, bis das Spiel anfängt, weil wir haben es gerade 11 Uhr, das Spiel fängt erst 15 Uhr an. Und Check-in vom Airbnb ist halt 13 Uhr und ich bin halt 7 Uhr angekommen. Deswegen wollte ich jetzt nicht die ganze Zeit im Airbnb chillen, ohne dass ich Check-in machen kann. In der Küche mäßig durfte ich das, aber darauf hatte ich halt keinen Bock. Habe meine Koffer abgegeben jetzt irgendwo, wo man Geld zahlen durfte und werde halt jetzt nach dem Spiel wahrscheinlich erst zum Airbnb gehen. Deswegen haben wir ja 4 Stunden jetzt noch, die wir vertreiben müssen, bevor es dann zum Brooklyn Nets Spiel geht. Okay, Jungs, nächste Attraktion für euch gefunden. Wir sind so viele Leute gerade, die einfach Fotos davon machen. Ich zeige euch das mal. Hier ist die erste Menschenmenge, die ich so an Touristen und so sehe. Hä, es geht hier einfach schon welche Leute. Wusste ich gar nicht, dass man jetzt schon kann. Aber es geht bitte um 11 Uhr. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Nike drin. Es ist 11 Uhr. Ey, so eine Challenge wäre auch nice zu machen, ne?
Skill-Challenge-mäßig. Also ich muss wirklich sagen, die Präsentation schon mal sieht ganz, ganz crazy aus. Ihr seht es selber. Also die Präsentation von Nike, wie immer eigentlich, 1 plus mit Sternchen. Jetzt warte ich eigentlich nur, dass die Basketball spielen, weil ich will gucken, ob das hier die Skill-Challenge ist mit den Ringen oder ob die da werfen müssen. Digga. Okay, anscheinend eine Minute, glaube ich, hat er. Okay, jetzt macht er die Skills Challenge. Mäßig. Also so wird man im Nike Store begrüßt einfach. Und Digga, auf Ernst, ganz, ganz, ganz crazy. Okay, Jungs, gerade die News reinbekommen für das Spiel heute gegen die Atlanta Hawks. Ben Simmons fällt aus. Cam Thomas war schon gestern offiziell, dass er ausfällt. Bedeutet, Dennis Schröder sehr, sehr viel Spielzeit. Sehr, 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 sehr viel Spielzeit. Der wird auf jeden Fall wieder starten auf der Point Guard Position für die Brooklyn Nets, was ich natürlich perfekt finde. Perfekt. Für euch, für mich, für alle. Ich freue mich so krass auf das Spiel heute. Ne? Das erste Spiel, was ich im Barclays Center sehen werde. Ich war zum Beispiel schon ein, zwei Mal im Madison Square Garden. Ich glaube zweimal. Aber Barclays Center war ich noch nie. Deswegen können wir ein neues Stadion von der Bucketliste wegstreichen dann heute. Jungs, schaut mal, wo ich gerade gelandet bin. Und das zufällig. Ich gehe einfach nur die Straßen entlang. Guckt, wo ich gelandet bin. Einfach im NBA Store. Und natürlich ist es eine Pflichtaufgabe, hier reinzugehen und den zu bewerten. Wir haben ja als Vergleich zum Beispiel den NBA Store in Berlin. Okay, das sieht schon mal ganz crazy aus. All-Star 2024, Indy. Boah, wie sieht das denn von hinten aus, Digga? Ganz crazy. Und diese Jacken auch sehr cool. New York Smash, Golden State Smash. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also wieso das Smash steht, aber sieht nice aus. Ey, auch das Logo, ne? Das ist gar nicht das Knicks-Logo. Irgendwas Chinesisches. Natürlich auch sehr viele Throwback-Knicks-Jerseys hier. Und andere NBA-Trikots von Sir John Stockton, Karl Malone. Ich denke, das soll Bill Russell sein. Und wie heißen die nochmal? Funko Pops? Davon war ich noch nie so ein Fan von, aber ist okay. Was ist das bitte für ein Trikot von Dwayne Wade, Digga? Sie haben das einfach modifiziert auf ganz crazy. NBA Finals da, da ist oben auch ein Championship. Und ich muss auch wirklich sagen, der Laden ist hier gerade voll. Ich würde sogar wirklich behaupten, der Laden hier ist voller als Nike Store, wo ich eben war. Und das ist crazy. Guck mal, wie nice das aussieht. Das andere war auf Miami abgestimmt, das hier ist auf LA abgestimmt einfach. Hier auch Championships, genau wie bei Dwayne Wade einfach, aber sehr, sehr nice. Und die haben ja auch einfach College-Trikots von Michael Jordan. Das habe ich zum Beispiel, glaube ich, beim NBA Store in Berlin nicht gesehen. Sehr, sehr nice. Auch hier nochmal modifiziert. Modifiziertes Trikot. Oh, ups. Ey, Bruder, was haben die hier noch für weitere Trikots von Michael Jordan, Bruder? Wieso pushen die Michael Jordan so krass hier? Okay. Das Trikot vom All-Star-Spiel. NBA All-Star-Spiel, ich weiß gar nicht welches Jahr. Und das hier von Team USA. Und von der anderen Farbe auch. Hä? Wie? Okay, das. Nein. Doch, ist auch Jordan. Nice, Digga. Hier sehen wir noch die Autogramme von ein paar NBA-Spielern. 30 erkenne ich direkt. Stephen Curry. 23 Michael Jordan, glaube ich. Das ist Ja Morant, das weiß ich. Das sieht aus wie Anthony Edwards. Die anderen kann ich jetzt. Das ist LeBron James. Sieht aus wie Kevin Durant. Und die anderen kann ich jetzt nicht so schnell. Okay, Trae Young noch, Jason Tatum, Donovan Mitchell vielleicht unten rechts. Könnt ihr ja sagen, welche ich verpasst habe. Zum Beispiel zwei weiß ich jetzt nicht ganz schnell aus dem Kopf. Hier Luka Doncic natürlich. Ja, ich glaube, ich habe alle, die ich jetzt direkt aus dem Kopf weiß. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, weil ich glaube, ich habe da sehr gut abgeschnitten dafür, dass es einfach so spontan war.
mit Autogrammen kenne ich mich halt auch aus, ne? Ich sammle ja Basketballkarten, habe ich euch ja erzählt. Beziehungsweise kaufe und verkaufe Basketballkarten, deswegen weiß ich auch, wie die Unterschrift von Michael Jordan aussieht, von Ja Morant und so. Ja, aber die meisten waren auch easy, zum Beispiel Luka Doncic, Digga, bei 77, wer soll sonst die Nummer 77 haben? Aber eins muss ich sagen, die Preise sind bodenlos. Zum Beispiel das hier fand ich sehr nice, habe ich überlegt zu holen. Und dann habe ich auf Preistag geguckt. $85, Bruder? Das ist schon dieser New York mal 2 Preis, Digga, ehrlich. Das hier finde ich auch noch sehr, sehr nice. Du kannst einfach direkt dein NBA-Trikot von so einer Dings holen. Zum Beispiel sagen wir, ich will ein Lakers-Trikot. Kann ich hier, ob ich erstmal Adult oder Youth bin, eingeben. Welche Größe ich will. Und dann hier Personalize machen, also meinen Namen draufschreiben oder halt von Team Roster. Wenn ich Team Roster klicke, kommen hier einfach alle Spieler. Und dann kann ich zum Beispiel hier James aussuchen und dann steht da auch direkt, da ist direkt einfach die Quittung schon mäßig. Your name, oh, das, also du kannst hier direkt hier bestellen mäßig, Digga, das ist crazy. Und ich glaube, diese T-Shirts, weiß nicht, ob es sie in NBA Store Berlin gibt, aber die sehen auch sehr, sehr nice hier auch mit der Unterschrift von Zion. Von Ja Morant, also die sehen richtig geil aus, finde ich. Aber da auch, Bruder, ich gucke auf den Preis und dann habe ich keinen Bock mehr, mir das anzugucken. $60, Bruder, für das T-Shirt. $60 ist crazy. Also Fazit zu diesem NBA-Store, geisteskrank geile Sachen, aber viel zu teuer, wirklich. Also zahlt sie eigentlich das Doppelte von dem, was es wert ist, meiner Meinung nach. Also $60 für ein T-Shirt und $80 für so ein Pulli, das ist mir dann doch zu viel. Diese Figuren zum Beispiel kenne ich noch gar nicht. Was ist das denn? Big Shot Ballers? Bruder, wer ist das denn? Das ist nicht Trae Young, das ist, keine Ahnung, wer das ist. Das ist Trae Old vielleicht, Digga, aber das ist auf jeden Fall nicht Trae Young, Digga. Mal gucken, wie Zion aussieht. Oder das ist nicht Zion, Bruder. Das ist vielleicht Marion, Bruder, aber das ist nicht Zion. Oh mein Gott, Digga. LaMelo? Ja, okay, LaMelo sieht schon am besten aus, Digga. Jungs, guckt euch mal bitte diese Wand an und sagt mir, welcher Spieler hier auf jeden Fall nicht reingehört, Digga. Wir haben Michael Jordan mit Unterschrift. Wir haben, ist das Bernard King? Nein, das ist Earl Monroe mit Unterschrift. Wir haben Kareem Abdul-Jabbar mit Unterschrift und mit Inscription, Digga. Dann haben wir Dr. J und dann, Bruder, was macht der Typ hier? Was macht der Typ hier? Bitte erklärt mir das, Bruder. Mit so welchen Legenden, Bruder. Und dann hast du hier Marvin Bagley, Bruder. Bitte, nimm das mal raus, Bruder. Okay, das ist auch meine Welt. Memorabilia. So, Jason Tatum, Autograph signed, $900. Ja, bisschen zu teuer. RJ Barrett, nein, die Preise sind zu teuer, Digga. RJ Barrett, Autograph Ball. Ich sage, das bekommst du im Internet, bei eBay oder so und in den USA für 100er oder so. Wenn nicht sogar weniger, Digga. Das ist nur RJ Barrett. Das ist jetzt kein, das ist nicht mal ein All-Star-Spieler. Ich bitte euch. Und Autograph, $500, okay. Ist okay, aber ich glaube, Ball bekommt man. Wembanyama, 850. Kobe Bryant, okay, das ist crazy. Kobe Bryant, 7500. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht sogar angemessener Preis. Okay, Jungs, und jetzt Holy Grail. Michael Jordan, Autograph Jersey, 15.000, Bruder. Ich glaube, das ist auch zu viel. Ich bin euch ehrlich. Ich weiß nicht, ob er oft auf Jerseys unterschreibt, aber ich weiß, dass es Karten gibt von Michael Jordan, die unterschrieben sind. Die gehen so für 5.000. Ich glaube, das ist auch zu viel, was sie hier verlangen. Bin ich euch ehrlich. Schuh, auf Schuh unterschrieben, 25.000. Wenn das ein getragener Schuh ist, ich glaube nicht, dass es ein getragener Schuh ist. Wenn es ein getragener Schuh wäre, dann wäre es ein angemessener Preis. So glaube ich auch, dass es zu überteuert ist. Das hier ist nochmal sehr, sehr cool, Jungs. Einfach in so einer Ecke haben die hier die ganzen Ehren von der NBA aufgelistet. Und wer Gold sozusagen von der Ära war, denke ich mal, oder wer halt das Highlight von der Ära war, hier Bill Russell mit seinen 11 NBA Championships, die 1970er Knicks, Showtime Lakers gegen Celtics, natürlich Larry Bird gegen Magic Johnson, Michael Jordan, natürlich Spurs gegen Lakers und die Cleveland Cavaliers genommen, als sie 3-1 zurückgekommen sind. Also kein einziges Wort hier von den Golden State Warriors. Ich weiß ja nicht.
kein einziges Wort von den Golden State Warriors. Ist schon crazy, ja? Die beste Bilanz in der ganzen NBA-Geschichte. So viele Rings gewonnen, wahrscheinlich auch das beste Team, wenn nicht nach Chicago Bulls. Weiß ich nicht. Was denkt ihr darüber? Das will ich euch natürlich auch nicht entgehen lassen. Grand Central Terminal sind wir angekommen. Aber Bruder, dieses Wetter heute, ne? Geisteskrank Kacke. Also ihr seht, wie ich rumlaufe, alle hier mit Regenschirm unterwegs, Bruder. Ich weiß nicht, ob das jeden Tag hier so ist. So, ich bin für euch jetzt auch mal Grand Central reingegangen, damit ihr sehen könnt, wie das hier aussieht. Weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier geht man rein. Und Digga, das sieht einfach genauso aus wie in dem Film hier. Die United States Flagge natürlich, wie überall hier. Guckt euch das an, da kann mir niemand sagen, dass das nicht geil aussieht. Kann mir niemand sagen, dass das hier nicht schön aussieht. Und ich liebe diese Stadt jetzt schon, ne? Ich mag das einfach so, wenn die Stadt so lebt, Bruder. In Orlando, ich hab's euch gesagt, niemand war auf den Straßen. Alle sind nur von A nach B mit dem Auto gefahren und B direkt ausgestiegen. In Indiana genauso. Aber hier siehst du die Menschen auch endlich mal, Digga. Das ist crazy. Hier nochmal die ganze Aussicht für euch. Wow. Das sieht crazy aus. Und ich liebe an New York halt auch einfach, dass alles so nah beieinander ist. Bruder, ich gehe einfach planlos rum und habe schon die heftigsten Sachen fast außer Times Square jetzt gesehen. Das ist doch verrückt, Digga. Bin einfach planlos rumgegangen. Hab NBA-Store gesehen, hab diesen Park gesehen, hab jetzt Grand Central gesehen. Das ist doch crazy. Was geht, Leute? Ich bin gerade auf dem Weg zum Stadion. Ich kann nicht mal hier was aufnehmen, weil es so krass regnet. Auf jeden Fall, ich bin ein bisschen zu spät dran, weil ich war bei einer Sportkartenshow. Und da habe ich zu viel mit dem Typen geredet, war zu vertieft im Gespräch, deswegen konnte ich auch nichts filmen. Aber ich bin da morgen nochmal bei der Kartenshow, deswegen nehme ich euch dann mit. Und ja, wir gehen jetzt ins Stadion. Ich sehe jetzt das Stadion sogar. Ich zeige euch das mal. Es ist gerade 15.12 Uhr. Also wir werden bestimmt ein, zwei Minuten verpassen. Aber ist ja nicht so schlimm, glaube ich. Hoffe ich. Inside. Da sieht man schon Barclays Center. Oh mein Gott. Das Kommentieren jetzt so schwer, ne, mit diesem Wetter, Bruder. Überall da Barclays Center. Mit dem Regen, Bruder. Fast unmöglich hier was zu filmen gerade. Digga, was ist das für ein Stadion? Man kommt hier an und direkt hier ist schon die Arena. So geil. Und ich sag euch so, wie es ist. In New York bzw. Brooklyn, hier herrschen andere Regeln, Bruder. Ohne Witz. Ich packe mein Dings. In meiner Tasche ist Wasser drinne. Eine ganze Wasserflasche. Er sieht das so, ich sag, kannst du wegwerfen, weil du darfst ja nicht mitnehmen. Er sagt, Bruder, wie sagst du das und so? Er sagt einfach nichts. Und dann hat er einfach, also erlaubt, dass ich die Wasserflasche mitnehme, Digga. Obwohl das da, sowas, guck mal, hier, schreit. Sowas darfst du ja eigentlich nicht mitnehmen, weil sonst verkaufen die ja nichts, weißt du? Ich sag's euch, hier herrschen andere Regeln, Digga. Okay, Leute, wir sind da. Ich zeig euch jetzt meine Sicht. Und die ist, wie immer, ganz gut, finde ich. Here we go. Free High-Speed Internet einfach hier drin. Okay. Wo ist Dennis Schröder? Das ist die Bank von den Hawks. Da. Da seht ihr ihn mit der Nummer 17, Dennis Schröder. Also, wir haben 4 Minuten verpasst. 11:17, 0 Punkte, Dennis Schröder, ein Foul. Aber da ist der Kollege, für den wir nach New York gekommen sind. Hey! Schöner Award von Cam Johnson. Wichtig, wichtig, weil die Brooklyn Nets sind mit 7 Punkten hinten. Einfach mit 9 Punkten hinten gerade. Also Dennis Schröder bis jetzt ohne Punkte, wurde auch ausgewechselt. Jetzt spielt Lonnie Walker für ihn.
Kein guter Start der Brooklyn Nets mit 9 Punkten hinten, 3 Minuten im ersten Viertel. Kann nur besser werden eigentlich. Also dafür, dass so schlechter Start von den Brooklyn Nets war, ist 7 Punkte Rückstand völlig in Ordnung. Auf ins zweite Viertel. Hey! Junge, was hat Klecks mit ihm gemacht, Digga? Einfach Jump-House-Mitarbeiter aus ihm geworden, Digga. Bruno Fernando, Bruder. Was hat er mit dir gemacht? Oh! Was für ein geiler Dreier, Digga. Einfach so confident, Digga. Einfach straight pull-up-free. Und es ist jetzt 5 Punkte Spiel nur noch. Okay, Sadiq Bey macht jetzt den Layup. 7 Punkte Spiel. Aber trotzdem, die Nets bleiben dran. Oh, gegen Dennis Schröder macht er den Dreier, Digga. Aber Schröder Revenge? Hey! Digga, ich sitze an so einem Kackplatz, Digga. Hier laufen die ganze Zeit Leute rum. Deswegen, falls ihr seht, dass hier Leute ins Bild laufen, Digga, nimmt mir nicht übel. Dafür müsst ihr das Video liken, Bruder, damit ich bessere Tickets kaufen kann. Auf jeden Fall, schöner Assist von Dennis Schröder, der jetzt 2 Assists hat, leider immer noch punktlos, aber dafür Bridges 13 Punkte und Cam Johnson mit 14. Oh mein Gott. Keine krasse Nacht bis jetzt von Dennis Schröder. Hat R1 zugelassen. Aber wie davor schon gesagt, es kann noch besser werden. Und Bridges low key und Fire Garden. Schöner! Yes, sir! Let's go, Leute! Die ersten Punkte von Dennis Schröder und er verkürzt auf eine 5 Punkte. Auf einen 5 Punkte Rückstand. Ey, geiler Pass. Ey, dieser Pass von Dennis Schröder aber nicht unterschätzt, ne? Der war richtig nice. Digga, Claxton einfach zu Kareem Abdul-Jabbar geworden, Digga. Macht einfach Skyhook, Digga. Was ist das denn für ein Wurf? Eigentlich so ein schlechter Wurf, aber der geht weit. Hey! Hey! Und die Brooklyn Nets machen hier einen sehr geilen Run. Nur noch 2 Punkte hinten. Und das auch wegen Dennis Schröder, weil er den schlechten Wurf nicht genommen hat. Okay. Gerade 3er zurück, aber es ist okay. Es ist okay. Und voll vergessen darüber zu reden, die Brooklyn Nets kämpfen ja aktuell noch um einen Play-In-Spot. Bedeutet, bei denen geht es gerade um was. Die wollen die Play-Ins, glaube ich, erreichen, beziehungsweise ich hoffe es. Ich würde gerne Stadionbox für den Play-Ins machen. Deswegen zählt hier jeder Sieg wirklich. Noch 50 Sekunden im zweiten Viertel. Okay. Rebound. Oh mein Gott. Yes. Also die Nets haben jetzt 2-for-1 Option und können sogar in Führung gehen, wenn die Glück haben. Mal gucken. Hey! 59-59. Die Brooklyn Nets werden noch einen Wurf haben. 16 Sekunden. Oh mein Gott, DeJounte Murray. Dennis Schröder. 11 Sekunden noch, dann ist Halbzeit. Komm, ein Dreier. 5 Sekunden. Oh mein Gott. Was für eine kranke Sequenz, aber es ist ein Foul. Es war kein Block und die Hawks-Spieler sagen aber, mach eine Challenge und er macht es auch. Boah, könnte sogar, also es sah clean aus eigentlich. Ich dachte, Schröder wurde geblockt. Mal gucken.
2 Punkte Führung, die Hawks. 20 Punkte, auch Bridges, ne? Also wenn er so weitermacht, der 40 einfach. Let's go! Ich hab's euch gesagt. Also 2 Freiwürfe für Dennis Schröder wichtig. Auch für seine Confidence kann er mit 5 Punkten die Halbzeit beenden. Und wenn er beide macht, dann ist nur 1 Punkt Rückstand. Das geht klar. Let's go! Also Dennis Schröder verhaut 1 Freiwurf, ist okay. 2 Punkte Rückstand. Noch alles drin, noch alles drin. Und vor allem, ich glaube, Dennis Schröder wird zweite Halbzeit besser. Sehr interessant. Dennis Schröder ist der Erste, der rauskommt. Okay, der Zweite. Mikael Bridges habe ich gar nicht gesehen. Der Zweite, der rauskommt direkt. Digga, erste Possession der Atlanta Hawks und so Cheese, Bruder, Digga. Wie macht der den bitte rein, Jalen Johnson? Was für eine geile Possession für die Brooklyn Nets, Digga. Da war eigentlich safe schon ein Punkt für die Atlanta Hawks, aber die haben es irgendwie nicht hingekriegt. Dennis Schröder mit Stil. Ich konnte nicht direkt switchen, auf jeden Fall Dennis Schröder Stil und Foul an Cam Johnson. Und die Brooklyn Nets können jetzt in Führung gehen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem ich hier in der Arena bin, dass sie jetzt in Führung gehen. Er muss nur einen Freiwurf machen. So hot gerade. 26 Punkte, 4 Rebounds. Und wir sind gerade mal 4 Minuten im dritten Viertel, Junge. Und die Brooklyn Nets führen mit 4 Punkten. Let's go! Dennis! Und Dennis Schröder mit seiner Signature Celebration. Eis in my veins, Digga. Und die führen mit 7 Punkten. Ich kann gar nicht mehr reden. 28 Punkte Mikael Bridges und 9 Punkte Führung für die Brooklyn Nets, Junge. Was für ein geiler Lauf gerade. Hey! Ey, Nick Claxton, Bruder, heute ganz crazy. 10 Rebounds, 4 Assists, 6 Punkte. Ich weiß nicht, wie viele Blocks, aber er hatte schon 2 Blocks in den letzten 3 Minuten oder so. Tja. Der Typ ist ganz crazy drauf heute. Auch wenn die Stats es nicht zeigen vielleicht. Geiler Pass von Dennis Schröder und Nick Claxton. Ich sag's euch, so ein Monster, Digga. Aber ich glaube, das war sogar ein No-Look-Pass. Sehe ich gerade im Replay. No-Look-Pass, Dennis Schröder, let's go. Aber DeJounte Murray zurück mit einem Dreier. Boah, das wird noch ein enges Spiel, glaube ich. Play von Cam Johnson, Junge. 9 Punkte Führung und wenn er den macht, 10 Punkte Führung, Junge. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spaß. Digga, ich kann gar nicht mehr reden. Ich hab überall hingespuckt. Dass ich so viel Spaß beim Brooklyn Nets Spiel hätte, Digga. Oh mein Gott, das ist gerade so geil, ne? Geisteskrank geil gerade. 12 Sekunden noch für die Brooklyn Nets. Letzter Wurf, Dennis Schröder auch drin dafür. Da geht's ins vierte Viertel. 7 Sekunden. Oh. Oh. Schade, schade, schade. Aber 10 Punkte Führung. Geiler Crossover war es auch. Und ja, mit 10 Punkte Führung gehen wir gerne rein ins vierte Viertel. Oh, Nick Claxton, Junge. So, wir sind offiziell im vierten Viertel angekommen. 10 Punkte Führung, noch 10 Minuten zu spielen. Ich sag euch, Nick Claxton nach Mikael Bridges, der zweitbeste Spieler heute im ganzen Spiel.
was der Typ alles macht, Bruder, offensiv, defensiv, geisteskrank. Auch wenn die Statistiken nicht zeigen, ich sehe das Spiel, ich sag euch so, wie es ist. Ey, ich glaube, wenn er den verhaut, ich weiß nicht, ob er den ersten verhauen hat, aber ich glaube schon, dann bekommen wir kostenlose Pommes McDonalds, Bruder. Deswegen feiern die alle. Wenn er den verhaut, bekommen wir kostenlose Pommes. Oh. Söder. Was für ein geiler Pass von Dennis Schröder, Junge. Und Nick Claxton könnte sogar jetzt der beste Spieler sein, Digga. Was der Typ da macht, ist geisteskrank. Aber was für ein geiler Pass von Dennis Schröder, Junge. Was macht der denn da? Was macht der Jonte Murray? Dunk ihn. Ja! Junge, Nick Claxton ist so ein Biest, Digga. Wow! Er ist der Beste, Mann! Das Ding könnte durch sein! Oh mein Gott, wie macht er den denn? Hey! Oh mein Gott, vor Point Play! Wow! Mikal Bridges war lange nicht da, aber jetzt kommt er wieder mit einem Banger, Digga. And one, damit er gleich 36 Punkte hat, wenn er den Freiwurf macht. 36 Punkte, Digga. 36. Ey, so ein geiles Spiel, ne? Geisteskrank. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich nicht spannend sein wird. Geisteskrank, geiles Spiel. Oh mein Gott, wie macht der Jonte Murray die gegen Claxton, Digga? Hey! Hey! Und das war der Dagger von Mikal Bridges gerade. 38 Punkte, 14 Punkte Führung. Das war der Dagger, sag ich euch so, wie es ist. Das war er. Schröder! Schröder! Let's go! Dennis Schröder mit dem Dreier! 12 Punkte, 8 Assists für ihn, Junge! Bist du dumm? Was geht hier ab, Digga? 17 Punkte Führung für die Brooklyn Nets am Ende! Ist das geisteskrank geil, Digga? Hey! Spiel ist vorbei, die Trash-Spieler, sag ich schon, die Bankspieler, die Reservenspieler kommen schon rein. Ja, also Digga, ist 18? Ja, 18 Punkte Führung. Richtig geil, 38 Punkte Mikal, 14 Punkte Dennis Schröder, 8 Assists. Also von ihm am Ende auch ein sehr, sehr solides Spiel, muss man sagen. Aber für mich die Rangliste, Mikal Bridges, Nick Claxton. Und vielleicht sogar Nick Claxton der Beste, der Drittbeste, Dennis Schröder oder Cam Johnson auf jeden Fall. Und das Spiel ist vorbei, gleich mit 2 Punkten. Also die Hawks haben jetzt noch den Ball, aber ob die jetzt einen Punkt machen oder nicht, die werden auf jeden Fall keine 13 Punkte machen. Ja, geiler Sieg für die Brooklyn Nets, vor allem auch sehr, sehr wichtiger Sieg für die Play-Ins. Weil die Atlanta Hawks, ich mach's hier gerade, ich mach das Outro einfach an einem anderen Spot. Weil die Atlanta Hawks haben den letzten Play-In-Spot und die Brooklyn Nets sind vor dem, also sind hinter dem. Ich zeig euch hier die Tabelle. Ich hoffe, der Stadionblock hat euch gefallen. Das Spiel war geisteskrank geil, meiner Meinung nach. Falls ihr in eine exklusive WhatsApp-Gruppe kommen wollt mit mir, wo wir alle schreiben, Basketball-Gruppen-Chat und ihr diese Stadionblocks unterstützen wollt, erster Link in der Beschreibung. Haut rein!